Mal, der größte Kindheitstraum von uns allen ist doch, dass wir mindestens einmal ein Nutella-Glas komplett auslöffeln können. Oder zumindest so lange, bis wir kotzen. Und ohne, dass die Mama immer sagt, ey, warum löffelst du so viel Nutella? Lass mal was für die anderen übrig. Und ja, rat mal, welcher Kunde und ich uns heute genau das vornehmen. Und zwar Nutella löffeln. Richtig, Manuel und ich. Wir beide haben uns heute die Challenge gesetzt, oder versuchen zumindest, in 15 Minuten so viel Nutella wie möglich zu löffeln. Und am besten ohne, dass aber jemand kotzt. Das ist eigentlich schon wieder komplett behindert, die Idee. Das ist absolute Scheißidee. Das ist eine richtig scheiß Idee. Aber so lustig. Let's go! Das sieht sehr schön aus. Ich weiß. Ey, oh, mit dem Ohr, du hast Poppen holen können! So, jetzt können wir aufhören, ne? Ich hab gar keinen Bock. Ja, wirklich, können wir wieder gehen. Jetzt, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, das wieder unglaublich behindert ist. 57 Gramm Nutella-Gläser, 2 Stück, 2 Löffel, 2 unglaublich gut aussehende junge Männer. Ziel oder Regeln. Wir haben 15 Minuten Zeit, so viel Nutella zu löffeln, wie es geht. Ich habe schon ein bisschen Bock drauf. Einerseits ja, andererseits nein. Ja, also ich habe Bock, einfach nur Nutella zu löffeln. Ich weiß, so die ersten 5 Löffel sind geil. Danach wird es wahrscheinlich eklig. Also ich glaube, das größte Problem wird sein, dass es mir erst das Maul komplett zuklebt und ein paar Stunden dann noch den Daumen. 13.38 Uhr. Ich bin ready. Das war ziemlich störend. Haben Sie das mitbekommen? Was noch wichtig ist, wir haben eine Waage, darauf wiegen wir jetzt die Nutella-Gläser davor ab und danach. Und dann können wir halt sehen, wer hat am meisten geschafft. Ja. 1122? Ja, 1000. Nee, ich hab mehr. 32. Hä? Ja. Gemeinheit, einfach 10 Gramm mehr. Wollen wir sagen, der Gewinner kriegt 10 Euro? Na. 5? Ist ja langweilig. 100. 1000. Nein, ohne Geld irgendwas. 100.000. 1 Million. Ach, der Gewinner bekommt 100 Nuggets geschenkt. Nein. Neuen Laptop. Ein Tablet. Ein Auto. Eine Rakete. Achtung, jetzt wird satisfying. Oh mein Gott. Oh, oh, haben wir gespritzt. Oh yeah. 3. Oh Leute, 2. 1. 15 Minuten. Let's go. Oh, das stimmt jetzt. Oh, das ist, oh, das ist richtig eklig, Alter. Hm. Oh, das stimmt halt einfach am Kauen. Hast du Nutella an deinem Bart hängen? Hier kann, man nicht, hier kann man nicht zuschauen, Alter. Egal, ich sitze nachher wieder 5 Jahre auf dem Klo. Du auch! Das Problem ist, wir haben nur eins. Wir haben nur ein Klo. Oh, Junge! Hier, lass mal rein, ey. Eine Fresse. Ich merke jetzt schon, mein Darm rummelt ein bisschen. Kämpfe für den Sieg. Okay. Dann fangen wir mit einem kleinen Löffel an. Ich mag es auch. Warum machen wir das echt? Ich weiß auch nicht genau. Ich leide. Was? Achso, ich leide. Ich entscheide. Aber weißt du, was wir jetzt machen? Wir packen jetzt mal das Mikrofon direkt neben unseren Mund, damit die Leute ein bisschen Nase mehr haben. Ich nehme dir zu. Mmh. Oh, das ist so ekelhaft. Oh, Alter! Oh, Digga! Das war ja mal übelst eklig. Oh, die Zeit hat sich bedrungen, ey. Ich will nicht mehr. Komm. Ja, noch eine Minute. Komm, letzte Minute, Digga. Let's go! Mmh. Komm, letzten Sekunden nochmal einen miesen Schmatzer reinpfeifen. Mmh. Ja! Boah! Lass mir erstmal den Mund abmachen. Ey, ganz ehrlich, ich war noch nie so froh wie jetzt, dass die Scheiße vorbei ist. Mein Platz, super aufgeräumt, mein Nutella-Glas vor allem, richtig schön empty, ne? Wie schon aus dem Platz. Und dann die Scheiße rum, das sieht hässlich aus. Halleluja, heilige Mother of Mary. Das war intensiv. War die Vorrunde, jetzt geht's richtig los mit 2 Kilogramm in 10 Minuten. Die Stunde der Wahrheit hat geläutet. Jetzt geht's los. 669. 79. Ja, minus 10 Gramm. Ah ja. The fuck? Boom! Ich bin der gebürtige Nutella-Master.
Ja, ich habe ja damals gewonnen. Ich weiß, ich kann jetzt in meinem Bewerbungsgespräch sagen, oder wenn ich ein Date habe, kann ich sagen, ey, geile. Weißt du, so Gym ist cool, so Muskeln haben ist cool, aber kannst du 600 Gramm Nutella in 15 Minuten essen? Und dann macht sie... Jetzt yes, das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Wolle, dass du mitgemacht hast. Ja, schreibt mir, wie gesagt, wie immer, weitere Challenge stehen in die Kommentare. Teilt das Video, share das Video, lasst einen Kommentar, lasst ein Like, lasst ein Abo, wenn euch so ein Bums gefällt, ihr werdet versehen wollt. Lasst ein Bizeps-Flex da für 5% mehr Happiness im Leben. Darf ich noch etwas sagen? Ja, natürlich darfst du noch was sagen. Bitte schaut auch gerne noch das Magerquark-Video vom guten Max an. Der will ja nämlich unbedingt ein Magerquark-Tattoo haben. Ja, genau. Da braucht er noch ein paar Aufrufe. Ein kleiner bisschen. So 4.500 irgendwas. Mhm. Und die müsst ihr einfach bringen. Auch stellt so viele Bots, wie es geht, dass ihr einfach, was tust du da, dieses Video vernichtet und dann tätowiert er sich auf seinen Schwanz diesen Magerquark-Strichcode. Das war's. Tschüss. Jetzt so, ihr habt gehört, die Challenge gilt immer noch. 5000 Aufrufe auf einem Video, wo ich versucht habe, in 24 Stunden so viel Magerquark wie möglich zu essen und einfach 7,5 Kilogramm geschafft habe. Video findet ihr hier, Link in der Videobeschreibung, aber auch hier oben. Sonst würde ich sagen, stay flex, stay blessed, wenn ihr das nächste Video haut rein, ciao, macht's gut. Das war eine perfekte Harmonie. Das war schön.